Ihr solltet vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass ich sehr niedergeschlagen bin. Nun, wir hätten hier was für dich, was dein Grips ein wenig fordert. Das funktioniert ja doch nicht. Mein Grips ist zu gewaltig. Ja, das wissen wir, aber geh doch bitte runter zum Einstiegskanal 2 und bring die beiden blinden Passagiere hierher. Ist das alles? Macht mir aber bestimmt keinen Spaß. Tja, nun, so ist das Leben. Leben? Erzähl mir bloß nichts vom Leben. Ich glaube, die Tür hat gerade geseufzt. Grässlich, nicht wahr? Alle Türen in diesem Raumschiff wurden so programmiert, dass sie heiter und fröhlich gestimmt sind. Wie dem auch sei, mir wurde aufgetragen, euch zur Kommandozentrale zu bringen. Ja, wie ihr wollt. Seht mich an, ein Gehirn von der Größe eines Planeten. Und man verlangt von mir, euch in die Kommandozentrale zu bringen. Nennt man das berufliche Erfüllung? Ich nicht. Ihr könnt euch bei der Sirius Kybernetic Corporation bedanken, dass sie Roboter mit EMP bauen. Wofür steht EMP? Echtes menschliches Persönlichkeitsbild. Ich bin der Prototyp mit Persönlichkeitsbild. Das merkt man doch sicher, oder? Hab ich schon gesehen. Großer Schwachsinn. Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen. Und? Er hasst mich. Nein. Alle Ideen und alle enden mit Sicherheit tödlich. Vielen herzlichen Dank, Marv. Tja. So geht eben alles zu Ende, habe ich recht? Ich? Allein auf einem toten Planet mit einem manisch-depressiven Roboter. Du glaubst, du hättest Probleme? Was soll man denn tun, wenn man ein manisch-depressiver Roboter ist? Entschuldigung. Danke, dass ihr mich zurückgelassen habt. Ich kann's euch nicht verübeln. Herr Präsident, wir sind hier, um Sie zu beschützen. Oh, hey, danke, Mann. Ist doch prima. Feuer! Ich weiß gar nicht, was das Theater soll. Vogonen sind die schlechtesten Schützen der Galaxie. Um Gottes Willen, aufhören! Feuer einstellen! Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Ich fühle mich so niedergeschlagen. Noch einen Tag überlebe ich. Marvin, du hast uns das Leben gerettet. Ich weiß. Grässlich, nicht wahr?